Hey Thanos, jetzt hätte ich hier für euch die Axomati. Und bevor ich mit dieser Waffe anfange, die groß zu beschreiben, es ist eigentlich das Gegenstück zur Dex Furis, denn die Dex Furis ist eine schöne Statuswaffe und die Axomati ist eine reine Damage-Waffe mit Crit-Chance. Ich könnte nicht sagen, welche Waffe besser ist, aber sie, in meinen Augen sind die einfach gleichwertig. Zu dieser Waffe ist zu sagen: Sie hat 9 Schnittschaden, 7,2 Durchschlagsschaden, 1,8 Einschlagsschaden. Sieht man schon direkt, diese Waffe ist wirklich drauf ausgelegt, Infeste zu bekämpfen oder auch Crynia. Und dazu kommen jetzt beeindruckende 20% Crit-Chance und ein dreifacher Crit-Multiplikator. Heißt, wenn wir diese Waffe jetzt ein bisschen auf Crit modden, machen wir 4,8-fachen Schaden und haben eine 44% Crit-Chance. Diese Waffe gehört zum Typ bzw. ist von derselben Art wie die Soma und auch die Dual Rasa, sind alle ähnlich gemacht, sehen bei alle gut aus, aber wie die Soma hat auch die Axomati eine Spool-Up-Time. Bedeutet, wir müssen erstmal ein bisschen schießen, bis wir die maximale Feuerrate haben, aber das ist eigentlich kein Problem. Ich habe jetzt einen einzigen Build für euch zusammengestellt. Dieser eine Build ist ideal gegen Crynia und Infested. Ich würde diese Waffe jetzt persönlich nicht in der Void benutzen, weil wir haben einfach nicht genügend Plätze, um auf mehrere Elementarschäden zu gehen. Bedeutet, wir spezialisieren uns jetzt hier auf Korrosion. Und ich tipp persönlich würde diese Waffe jetzt entweder nehmen, wenn ich nur gegen Infested oder nur gegen Crynia spiele. In der Void wäre das hier wahrscheinlich jetzt nicht ganz so optimal. Das ist auch wieder der Unterschied zur Dex Furis, weil die können wir ja auch in der Void benutzen. Und gegen Crynia. Ja, zur Moddung jetzt. Diese Waffe braucht 5 Former, das ist schon mal viel. Aber ich kann wirklich nur sagen, sie ist es wert. Was haben wir drin? Prime Muniwandler dürfte klar sein, das ist eine Schnellfeuerwaffe und ohne Muniwandler bekommen wir Probleme. Laufstreuung, Hornissenstich, tödlicher Schwall, ist klar, wie immer. Dann habe ich jetzt noch drin cleverer Schachzug, Panzerbrecher, weil es eine Crit-Waffe ist. Und die letzten beiden Mods sind dann Zuckung, Pathogenprojektile. Das habe ich deshalb genommen, weil Infested sind extrem anfällig gegen Korrosiv, zumindest die Infested, die stark sind, und bei Crynia ist es genauso. Bedeutet, wenn wir das so modden, haben wir hier eigentlich den bestmöglichen Build gegen Infested und Crynia universal gehalten, und ich wüsste jetzt nicht, was man daran noch ändern könnte. Also meiner Meinung nach teilt sich diese Waffe zusammen mit den Dex Furis Platz 1 von den Sekundärwaffen, und die sind einfach extrem stark. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Gameplay für euch. Ah, aber bevor ich damit anfange, möchte ich euch einfach zeigen, dass man hier noch eine Kleinigkeit basteln könnte, wenn man möchte. Nämlich, man könnte noch Hohlspitzgeschosse reinmachen. Müsste man auf einen der Mods verzichten. Da würde ich persönlich eher auf den Elektromod verzichten. Und dann hätten wir 6,6-facher Multiplikator. Das ist verdammt krass. Damit lässt sich auch bestimmt irgendwas Schönes erreichen. Ich werde es jetzt nicht benutzen. Ich möchte es auch nicht benutzen. Aber ich wollte es euch einfach nur zeigen und damit kann man was Schönes basteln. Zum Beispiel können wir hier auch die Muniwandler wegmachen, wenn man nur Bosse damit killen will. Ist euch überlassen, probiert's mal aus. Und jetzt kommen wir zum Gameplay. Ich denke mir, der optimale Ort, um euch das zu zeigen, ist jetzt hier im Trainingsraum, weil hier kann ich gleichzeitig Crynia und Infested spawnen lassen. So, jetzt aber erstmal zur Waffe an sich. Schießen wir mal ein bisschen. Sehen wir direkt schon mal eine schöne Feuerrate. Könnt ihr jetzt auch mal darauf achten, wie die Feuerrate auch noch zunimmt. Natürlich nimmt die Präzision dann auch ab, aber bei dieser Waffe dürfte das kein Problem sein. Womit fangen wir dann an? Wir könnten zum Beispiel jetzt mal einen Boiler nehmen. Machen wir einen Boiler und den mal Level, sagen wir 40. Schauen wir mal, ob unsere Waffe dagegen ankommt. Simulieren. Und da hinten ist er. Also ich gehe eigentlich fest davon aus. Oh ja, die schnetzelt sich da einfach durch. Kann auch nicht jede Waffe. So, dann machen wir jetzt mal ein bisschen mehr Spaß hier. Wie wäre es mit Bombarden? Machen wir 10 Bombarden. Machen wir. Wie wär's dann noch mit ein paar giftigen Uralten, wenn wir schon dabei sind?
Und weil es so schön kommt, nehmen wir noch ein paar Heavy Gunner. So. Dann schauen wir mal, wie wir uns... Oh Gott, die sind ja jetzt alle Level 40. Ja, aber selbst dagegen, schaut euch das an. Da kommt die Waffe auch durch. Der einzige Schwachpunkt hier ist gerade einfach nur mein Warframe. Ich habe gerade vergessen, das Level etwas runterzuschrauben, aber das ist genial. Füllen wir mal ein bisschen unser Leben Energie auf. Okay. Ach so, die kämpfen jetzt auch noch gegeneinander. Tja, das hatte ich jetzt so nicht bedacht. Aber um euch jetzt auch nochmal die Effizienz hier gegen die Infeste zu zeigen, machen wir jetzt eine Runde noch gegen die Uralten. Nein, nicht gegen die Eximus. Eximus sind immer mies, immer Mist. Ja, 20. Und immer noch Gegner Level 40. Ja, die schlachten wir einfach ab. Also diese Waffe ist einfach top. Holt euch sie, formt sie euch durch, guckt euch diesen Schaden an. Das sind 5000er, 10000er Crits dabei. Für eine Sekundär-Schnellfeuerwaffe. Genialer geht's nicht. Das ist top. Naja, viel... Oh, falsche Waffe. Naja, aber den Schaden habe ich ja gerade noch mit der richtigen Waffe gemacht gehabt. Also, top Waffe, legt sie euch zu, formt sie euch durch. Mit den Dexfuris zusammen, top.